Hallo, so, es geht jetzt mal los mit einer Folge Pro Kapitän. Da geht's dann los, als Ziel natürlich Torsieg. Ja, Einstellung sind wir schon, Champion, Schwierigkeit, der Rest wie immer so realistisch wie möglich fortsetzen. Trikot schwarz gefällt mir eigentlich ganz gut. Teamname, Team EK2K machen wir da schnell. So. Land Deutschland. Fortsetzen. Fahrer. Ah, Fahrer habe ich mal eine Idee. Ich würde jetzt einen deutschen Nachwuchsfahrer nehmen. Und zwar der letztes Jahr Juniorenweltmeister geworden ist. Emil Herzog. Und mal jetzt versuchen, mit ihm Torsieger zu werden. Denn, ups. Zum nächsten deutschen Torsieger. Mal sehen, ob ich es überhaupt schaffe und wenn, wie viele Saison. Und gucken, wie sich seine Karriere dann im wahren Leben ja auch dann entwickelt. Da bin ich auch sehr gespannt. Auf jeden Fall hochtalentiert, erst 18 Jahre alt. Hat eigentlich gute Voraussetzungen, stark im Zeitfahren. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie er so im Berghochgebirge ist, aber das kann sich ja alles noch entwickeln, wenn man erst 18 ist. So. Deutschland. Jetzt wollte ich aber nochmal schnell schauen. Größe und Gewicht. Schnell, schnell, schnell. Größe und Gewicht. 1,83 ist er. 18. Ach, da geht noch 85. Mal 1,85, 75 Kilo, also 1,83, 74 Kilo steht zumindest auf der Webseite. Typ mache ich trotzdem mal Berg. Fortsetzen. So, das sind hier die Ziele. Das sind erstmal die. Führen Sie am Gipfel eines Anstiegsgrades 3 oder 4. Das sind erstmal die ersten vier Ziele. Ich glaube, dann sind ja später für jede einzelner Wert hat ja dann seine einzelnen Ziele. Und jetzt wahrscheinlich am Anfang hat man solche allgemeinen Ziele. Ja. Los geht's. 3 Tage der Provence. Wen haben wir denn hier? Herzog, Boivin, Nylands, Boissenhagen, Peters, Rajovic. Gut, dann mal schnell die Formhöhepunkte. Nans Peters. Was hat er am Berg? Mittelgebirge. Ist das mein bester Bergfahrer? Sieht so aus. Machen wir mal hier Nans Peters. Den würde ich so machen, dass der. So, genau. Boissenhagen machen wir mal. So. Boivin. Tja, so. Nylands. Gute Frage. Nächste Frage. Rajovic. Herzog. Machen wir mal so die erste und die letzte. Gut, bestätigen. Und los. Achso, Saisonbeginn. Los geht's. Hi guys, welcome to the briefing for this first stage. The main Hier thing könnte to man grasp schon mal die ahead is ersten that the Ziele Provence erreichen can und in der Ausreisergruppe mit Herzog fahren, um dann die Kilometer vom Feld erstmal zu sein und die Kategorie 4 zu gewinnen. Oder eine Kategorie 4, man hat ja viel Auswahl.
Dürfte schon möglich sein. Herzog, los geht's. Hello, ladies and gentlemen, and welcome to the start of the first race in the cycling season. Mapped out around Nîmes and without any notable slopes, this first stage of the 3 days of Provence should end in a mass sprint. So, lululu, Boy Win macht mal hier den Beschützer. Ne, machen wir hier Rajovic für Peters. Herzog, Ausreisern, Angriffen folgen. Guys, it's the start of a new season. Let's try to be on the pace right away in order to get the year off on a good footing. Come on, guys! Uiuiui. So, jetzt sind wir zumindest hier in der Ausreisergruppe dabei und zwei Fahrer von welchem Team auch immer das ist. Ist das Bingo? Weiß ich nicht. Egal. Jetzt geht's darum. Also wir haben die 10 Kilometer geschafft. Ich muss jetzt Kategorie 4 dann irgendwie einmal einen Sprint gewinnen. Also 5 Kilometer noch. We now close the history book. Cycling can now return to the fore with the approach of the first difficulty of the day, the Côte de Castillon de Garde, classified as fourth category. Ja, es ist noch weit. Es ist noch weit. Oh, jetzt macht der Tempo. Keine Chance. Keine Chance. Muss ich vorher angreifen. Müsste ich das nächste Mal irgendwie vorher probieren. Wegzukommen bei der nächsten Bergwertung. Time is approaching for the head of the race. Once more, there will be one point that goes towards the mountain standings. Probieren wir's mal. Nehmen wir die Verpflegung. Ja, gut, der war irgendwie jetzt nicht so toll, der Antritt. Der Break ist zu schnell. Da habe ich keine Chance. Puh, das wird noch ein hartes Stück Arbeit, hier einmal Sprint zu gewinnen. They're riding hard behind. This isn't the moment to relax. Another classified climb is in sight for the head of the race. Once again, there will be one point to be gleaned for the first ride over the top. You are 2 kilometers from the top. Nee, nee, jetzt mach ich kein Tempo. Oh, es ist noch weit. Oh, die sind so weit hinten. Jetzt reicht's. Obwohl, aufpassen. Nee, reicht. Ach, jetzt haben wir das Ziel geschafft. Gut.
So, haben wir das Ziel auch geschafft. Dann kann ich die anderen Berge etwas entspannter angehen. Let's not forget that in this event there are two intermediate sprints per stage. Und jetzt noch ein Zwischensprint. And with a maximum of 20 points for the first across the line. Das dürfte auch reichen. Yep, auch ein Zwischensprint gewonnen. Zählt natürlich auch für eine Wertung. Noch greift keiner an. Jetzt muss ich mal einen Weg fahren. Ach, hat nicht gereicht. Wäre zwar ein bisschen unfair gewesen. Aber der Break. Der Break. Hat auf jeden Fall einen besseren Antritt. So, haben wir die 100 Kilometer geschafft. Okay, jetzt habe ich zu spät reagiert. Oder? Oh, das reicht doch. Boah. Nächsten Sprint gewonnen, sehr schön. Irgendwie ist das Feld getrennt, sehe ich gerade. Was machen die beiden denn? Boston Haken und Boy. Naja, sollen sie mal fahren, mir auch egal. Sehe ich gerade. 5 Minuten dahinter und dahin das Feld. 11, 12 Minuten. Die verlieren immer mehr den Anschluss. Ich mach doch, ich arbeite doch. Anyway, 15 Minuten, was ist da los? Boywin, Bossonhagen. The race is entering the final 30 kilometers and there are still 2 points to be gleaned for the mountains classification. A chance to wear the first. Warum macht hier hinten keiner Tempo? Mehr als seltsam. Another 20 kilometers to go before knowing the name of the stage winner. So, jetzt habe ich 3 Fahrer hier. We're 15 kilometers from the finish. And it looks like the Baroudeurs gamble 25 Minuten zurück. Das ist jetzt auch mal ein Szenario. Hochinteressant. Tappensieg schaffen wir aber leider nicht mehr. Ach, jetzt hab ich vergessen, Herzog hat er auch noch. Okay, I'll consume a feed. Brack hat gewonnen.
Naja, gut. Doppelsieg für die. Aber warum die Gruppe, das Hauptfeld kein Tempo mehr gemacht hat, ist ja auch irgendwie hochinteressant. Aber stört mich jetzt nicht. Mal schauen, wer dann die Rundfahrt letztendlich gewinnt. Herzog wird es nicht schaffen. Das ist für ihn zu anstrengend. Bosso an Haken, weiß ich auch nicht. Ist auch nicht gut genug am Berg. Great guys! I wasn't expecting anything from this stage, and you bring home a podium place? Well done to you all! We got off to a good start, and we must 23 Minuten zurück. Ach, schön. Herzog Vierter. Ja, da habe ich ja auch schon mal ein paar Punkte hier geholt. Hi guys, let's start 25. Jetzt haben wir hier nochmal eine schwere Ankunft. Jetzt muss ich halt schauen. Eigentlich ist ja Peters da der Fahrer dafür. Aber mit Benot, Keldermann, Jürgensen sind natürlich auch harte Konkurrenz dabei. Ajovic, Poivin, was hat der für Werte? Berg 60, Hügel immerhin 71. Also könnte für ihn was dabei sein. Aber spätestens an der letzten Etappe ist dann eigentlich vorbei. Trotzdem mit Peters und Herzog schicke ich jetzt auch nicht weg. So, Bossenhagen. Ich fahre auf jeden Fall nicht weg. Time gap stabilized. Schauen wir mal, ob wir mit Peters hier um den Etappensieg kämpfen können. Oder vielleicht sogar Boivin. Der Boivin. Französisch sprechender Kanadier vielleicht. Franco-Kanadier, besser gesagt. So. .340, ja, das stört erstmal nicht, die Wessel wegfahren zu lassen. So, Bergwertung gleich. Dann die Sprintwertung. Und dann ist es nicht mehr weit bis zum Ziel. Jetzt wird es schon schnell. Man sieht auch bei Herzog, ist im Flachen halt noch ziemlich schlecht. Deswegen der auf solchen Etappen natürlich dann Probleme. So, bald geht es nach oben. Eine Minute bloß noch zurück. Das ist halt die Frage. Front of the race passes the 10 kilometer marker. Another 4 kilometers before starting the final climb. The gap is growing. Don't worry. They're not well placed in the overall standings. Boivin fährt alleine. Er schafft es schon alleine. Okay.
Die Ausreißer werden durchkommen. Obwohl 39 Sekunden vielleicht doch nicht. Hä? Kilometers left. He's trying to get out of the peloton. Watch out. 2 Kilometer. Ich will noch nicht die Energie vergeuden. Also meine Sprintenergie. Boywin, was macht er jetzt? 1,3 Kilometer Schachmann. Schachmann ist natürlich auch gefährlich. Jetzt müsste ich dann doch mal anfangen. Ach, die sind durchgekommen, die Ausreißer. Ach Mist, das habe ich jetzt gar nicht. Ansonsten hätte es vielleicht gereicht. Gucken, wie die Abstände so aussehen. Er bleibt vorne auf jeden Fall. Well done, lads. You rode a very good stage today. Peters. Finishing in the top 5, even though the stage didn't suit us, is extremely satisfying. Gesamtwertung. Ja, er bleibt weiterhin 2,5 Minuten vorn. Herzog verliert jetzt ein bisschen Zeit, aber ansonsten Peters 23:46. Ja. 23 Minuten wird Peters nicht aufholen. Jetzt könnte höchstens ich mit Boywin fahren, oder Boivin besser gesagt, und versuchen, den Breck und Van Hoot abzuhängen. It's the final stage, guys. The profile is special. With one major difficulty that should decide between the climbers. Aber ich müsste Prag über 2 Minuten abnehmen. Das weiß ich nicht, ob das möglich ist. Sollen wir mal schauen. Aber ich könnte es probieren. Der gute Form. Mein Peters könnte die Etappe gegebenenfalls gewinnen, aber Gesamtwertung ist halt nicht mehr drin mit über 20 Minuten. Deswegen muss man das jetzt mit Boivin versuchen. Ob das was jetzt für ihn wird, schwerer Anstieg zum Schluss, das könnte kritisch werden. Ich stehe jetzt auch keinen weg. Vielleicht kommt Herzog dann noch in die Top 10. Ja. Könnte eine gefährliche Gruppe werden. Mal beobachten. First King of the Mountains Summit is classified as a category 3. There will be 2 points and 1 point to be scored at the top. Ja. A teammate is down. Herzog ist gestürzt. Da war es in der Gruppe drin. Peloton is riding hard. Stay well placed. Kommt die Gruppe jetzt wieder hinten ran? The first riders have reached the intermediate sprint. Jetzt sind wir wieder alle zusammen.
breakaway is increasing its speed in the New Jersey, but there's no worry as it contains no big guns for the overall standings. The front of the race is 2 kilometers from the summit. The feed zone is in sight for the head of the race. Riders will be able to pick up some nourishment. Ja, gut, die Ausreißer kommt dann auch nicht wirklich weit weg. Das ist schon mal sehr gut. Sieht also noch alles sehr gut für Boivin aus, aber genauso für die, also Flanders ist, glaube ich, das Team. Ich meine, sie sind natürlich die Favoriten. Front of the race is 2 kilometers from the summit. I don't know if it's a bluff, but the breakaway looks to be increasing the pace at the front. Nächster Anstieg. Also der Gall, na gut, der greift an, so wie bei der Tour de Suisse. So, dann gleich der nächste. Oh, Herzog kriegt Probleme. Jetzt muss ich ihn dann schon mal verpflegen. The next difficulty is also classified as third category. Und das ist ja gleich weg vom Fenster. And one point towards the pot. Rajovic. Boivin kriegt auch schon Probleme. Nylands, Bossenhagen. Wieder irgendein Sturz passiert. So, Anstieg geht auf jeden Fall los. Ups. Watch out. You'll soon have... Tempo ist extrem. 10 Kilometer habe ich. He's attacking. Puh. Gelbe Trikot ist schon weg, ja. Jetzt ist die Frage, wo ist. Der andere, wie heißt er denn? Er ist ja nur ein paar Sekunden. Das ist ja ein Bug. Minuten, der ist sicher nicht verlieren. Dort ist das gelbe Trikot in der Gruppe, wo Rajovic ist. Ich bin schon über 2 Minuten vor ihm. Acht Kilometer sind sehr, sehr weit. Van Hoot ist Platz 5, ist noch weiter zurück. Sehr schön. Sieht erstmal gut aus. Für die Gesamtwertung. Ich muss bloß aufpassen, ich darf nicht überpacen. Nee, noch ein Stück rausnehmen. Gruppe 10 bin ich. 1,53. 1,55, gelbes Trikot ist 5,05. Auf jeden Fall weit zurück. Aber es sind leider noch 6 Kilometer. Heben wir den Rest auf, dass wir die letzten Kilometer noch mal ein bisschen anziehen können. Sehen, was er da schafft alleine davon. Peters, ja. 5 Kilometer für die Lead Riders. So, ab Kilometer
3 werde ich denn den Rest vom Gel nehmen. Fortunato. Ganz von dabei. Und Peters in der zweiten Gruppe. So, bin ich immerhin schon mal an der 5-Kilometer-Marke. Jetzt gucken, Platz 3 Minuten 11. 5,50. Gelbe Trikot wird gefühlt schneller. 3,30. 4,30, 5,30. Das. Ah, ja, für die. Oh, jetzt hat er echt wieder die Zeit. Das gibt's doch nicht. At less than 3 kilometers from the finish, no one has managed to gain the upper hand. If no one attacks, it will be decided in a sprint. Verdammt nochmal, ey. Ich bin bei 4,19. Muss dann noch mal ein bisschen Zeit wieder gut machen. Less than 2 kilometers from the finish. Zwei Minuten sind wir auseinander. Uiuiui. Das wird noch ganz knappes Ding. So, jetzt nehmen wir hier schon mal den Rest. Tun wir mal ein bisschen langsam erhöhen. Sieben Minuten 30. Und ich bin bei 5,20. Zwei Kilometer noch. Gefühlt verliere ich gegenüber dem gelben Trikot immer mehr Zeit, ey. Was geht. Peters ist 9. geworden. Jetzt sprinten wir hier nochmal. So, im Ziel. Mal schauen, ob es gereicht hat. Ja, Herzog hat echt über 20 Minuten verloren. Da war nicht mehr viel los bei ihm. So, werden wir gleich sehen. Ja, hat gereicht. Gesamtwertung gewonnen. You rode a very good stage. Finishing in the top 10, even though the stage didn't suit us, is very satisfying. Peters war 9. It's wonderful. It's wonderful. 46 Sekunden waren es dann.
Zum Schluss um Boissonhagen ist sogar Dritter geworden. Noch vor Van Hoot. Peters ist Elfter und Herzog, naja, 20. Ist schon in Ordnung. Sehr schön, das war mal interessant. Bergwertung Latour, Punktewertung Breik, Nachwuchs auch und Teamwertung. Habe ich dann doch gewonnen, sehr schön. Gut, somit haben wir nun die erste Rundfahrt geschafft. Wie sieht's hier aus? 79 Punkte, stark. Und ja, jetzt sehen wir hier auch die ganzen Ziele. Beweglichkeit. Er sinkt nach jedem Sturz auf das Minimum, steigt zwischen der einzelnen Etappe mal eine Stufe an. Zu Beginn der Einzelnen wird er automatisch wieder auf seine Höchststufe gesetzt. Okay. Kopfstein konnte natürlich noch nicht sein. Zähigkeit auch schon ein bisschen was gemacht. Ausdauer. Auch, die ist eigentlich am einfachsten fast. Prolog, Zeit von Berg. Etappe beenden, immerhin ein Punkt. Mittelgebirge. Auch Bergetappe beenden, Hügel haben wir. Ah, Kategorie 3, 4 und hügelige Etappe beenden. Antritt haben wir schon 4 Ziele erreicht. Sehr gut. Ja, durch zweimal Zwischensprint gewinnen. Sprint auch schon 4 Punkte und flach. Bloß flache Etappe beenden bis jetzt. Da ist natürlich noch einiges drin, was man machen muss. Gut, fortsetzen. Ja, so geht es dann weiter mit den nächsten Rennen. Dem Brace Cup. Und dann noch die Open Tour. Dann ist schon die erste Saison geschafft. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Auf jeden Fall lief es ja schon mal in der ersten Rundfahrt ganz gut. Dann danke fürs Zuschauen. Bis dann zur nächsten Folge. Tschüss.